Ich dürfte in der Lage sein, ein Gegengift zu kreieren, um einiges von dem betroffenen Eisenbestand zu retten, obwohl ich bezweifle, dass es ausreicht, um die Krise zu beenden. Lasst es bei mir und ich werde Taerom kontaktieren, falls ihr Erfolg haben solltet. Taerom ist der Besitzer der Donnerhammer-Schmiede in Berig Ost, falls es. Da waren wir auch schon, falls es jemand vergessen haben sollte. Also, ja, Gruppe hat Gegenstände eingebüßt. Wir haben sogar noch eins. Dann, ja, wir haben ja entsprechendes Huhn für dich. Hühner reden nicht. Es müssen also ganz offensichtlich um irgendein verwandeltes Wesen handeln. Zaubersprüche wie dieser halten nicht ewig oder können rückgängig gemacht werden. Aber so geht, das geht so einfach, dass ich mich nun wirklich nicht damit abgeben muss. Zieht weiter. Ich bin mir wohl bewusst, dass Hühner nicht reden. Vielen Dank. Ja, es handelt sich um einen verwandelten Mann, aber dieser Mann gibt außerdem vor, euer Lehrling zu sein. Darum habe ich ihn hierher gebracht. Es gibt keinen Anlass, so unhöflich zu sein. Warum sträubt ihr euch so vernünftig, mit mir zu reden? Er spart mir eure frommen Predigten. Alter Magier, ich habe euch einen Mann hergebracht und ich werde euch jetzt wieder in Ruhe lassen. Ja, wir geben ihn, wir nehmen Antwort Nummer 1. Lehrling? Ich habe und hatte keinen Lehrling. Ich bringe niemanden bei, was ich... Warte. Millicamp? Millicamp, bist du es? Entschuldigung. Ja, Meister Tylantier, ich bin es. Ich bin nicht dein Meister, du bist nicht mein Lehrling. Es ist recht unverschämt von dir, von mir Hilfe zu erwarten. Und wenn ich sehe, seid ihr gute Bekannte, dann werde ich euch nicht jetzt wohl allein lassen. Lebt wohl. Er ist nicht euer Schüler, aber ihr kennt ihn doch, oder etwa nicht? Nehmen wir einfach 2. Ein Schüler möchte lernen, dieser Dummkopf jedoch möchte nur Wissen haben. Ich betreue niemanden, der nicht die Auswirkung dessen begreift, was ich ihm beizubringen habe. Da ich nicht bereit war, die schnelle Befriedigung seines Wunsches zu bieten, hat er mich einfach bestohlen. Ihr redet von vielem und zeigt so wenig. Ich wollte nur gar einen Bruchteil der Zauberkräfte nennen, die ihr besitzt. Es hat mich mehr als 50 Jahre meines Lebens gekostet, nicht nur so viel Zauberkraft zu erlangen, wie ich es jetzt habe, sondern auch den Willen zu stärken, die Zauberkraft nicht diese Zauberkraft nicht einzusetzen. Du bist dagegen nur ein Kleinkind. Offen gesagt, es überrascht mich, dass du dich in ein so altes Huhn verwandelt hast. Wie ist dir das nur gelungen? Also ich habe dich, als ich das letzte Mal gesehen habe, hast du noch einen einfachen Zauberspruch durcheinander gebracht. Ich habe seither große Fortschritte gemacht und ich, Dark, habe mir nur ein paar Dinge ausgeborgt, um den Vorgang zu beschleunigen. Das dachte ich mir. Nun, wie man sieht, kannst du zwar mein Hilfsmittel stehlen, aber das Wissen, wie mit ihnen umzugehen ist, das kannst du mir nicht nehmen. Steht still, damit ich dich von diesem lächerlichen Aussehen befreien kann. Ich werde wohl kaum mein Eigentum zurückerhalten, solange es verwandelt herum. Moment mal, ich habe ja überhaupt nichts besessen, mit dem man sich in eine solche Verzauberung hätte, mit der man eine solche Verzauberung hätte bewerkstelligen können. Moment, meine Güte, Millicamp, was hast du genommen? Nichts wirklich Wertvolles, ich schwöre es. Nur ein paar Gag Zutaten, einige Schriftrollen, ein abgetragenes Armschützer, ein leeres Zauberbuch, etwas Pergament. Ein paar, oh nein, du Idiot, die Armschützer in meiner verschlossenen und versteckten Safe. Ich kann nur hoffen, dass dir Hühnerfutter schmeckt, denn du wirst sehr lange so bleiben müssen, wie du jetzt bist. Ich weiß, ich habe euch bestohlen, aber ihr könnt auch nicht gar zulassen, dass ich so bleibe. Bitte, Meister. Talentür, bitte.
Es geht nicht darum, ob ich dir helfen möchte oder nicht. Das Problem ist, dass ich einfach nicht die Macht besitze, das rückgängig zu machen, was du getan hast. Kann man denn gar nichts machen? Wir helfen gerne, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, der Preis für unsere Hilfe ist gerade gestiegen. Was zur Landtür? Das war wirklich eine sehr traurige Geschichte, aber wir haben unseren Beitrag dazu bereits geleistet. Viel Glück euch beiden und auf Wiedersehen. Welche Art von Gegenstand kann einem Magier wie euch so viel Kopfzerbrechen bereiten? Ja, nehmen wir das. Die Magie, da heute so viel anhängen, war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Jeder Abenteurer, der etwas wert ist, sollte dies wissen. Auch sollte klar sein, dass nicht jeder Tant, den man einem Verlies abbringt, auch wirklich hilfreich ist. Die Armschützer, um die es hier geht, waren eine kleine Erinnerung an, naja, ist ja auch egal, oder? Nun, so viel sei gesagt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Funktion sie eigentlich haben sollten. Und ich war auch nicht in der Lage, den ehemaligen Eigentümer zu fragen, weil seit meiner Freilassung sind Jahre ins Land gezogen und die Artefakte dieser Ruine von Nesheril bleiben so rätselhaft wie eh und je. Sie leisten selbst den stärksten Deutungen Widerstand und ein jeder Wunsch, den Bann zu lösen, hat zerstörerische Folgen. Gewisse Dinge sollten einfach die ewige Ruhe gegönnt werden. Kann man denn gar nichts machen? Wir helfen gerne, wenn es irgendwie geht. Das war wirklich eine traurige Geschichte, aber wir haben unseren Beitrag dazu bereits geleistet. Viel Glück euch beiden. Auf Wiedersehen. Ich glaube, der Preis von... Ja, kann man denn irgendwas machen? Wenn ihr bereit seid, werde ich tun, was getan werden muss. Ich benötige dazu eine Komponente, die ich nicht zur Verfügung habe. Eure Aufgabe wird es sein, diese Komponente zu beschaffen. Ich brauche den Kopf eines untoten Wesens. Ein einfacher Schädel reicht aus. Bringt ihn mir her und ich werde versuchen, einige magische Regeln zurechtzubiegen, um diesen dummen Jungen reinkarnieren zu lassen. Reinkarnieren? Muss der Empfänger dazu nicht gar tot sein? Ja, das stimmt. Es muss ein totes Element im Spiel sein, dafür benötigen wir den Schädel. Ich kann nicht alles erklären, was ich zu versuchen gedenke, aber ich möchte das Reinkarnationsschema umkehren. Das Alter des Zaubers, der dich verwandelt hat, lässt vielleicht die Möglichkeit einer Lücke in den magischen Gesetzen zu. Natürlich können wir beide dabei umkommen. So ist halt das Leben. Los jetzt! Aber mit euch in ein Verlies oder einen Kerker? Wir brauchen einen Schädel. Geht jetzt. Ja, einen Schädel haben wir, glaube ich, hier irgendwo noch dabei. Den habe ich irgendwann mal eingesammelt. Da, genau. Schädel. Ja? Ausgezeichnet. Speichern wir vorher. Weil, hier steht jetzt das Huhn. Es gibt, zwei Möglichkeiten. Hallo, da seid ihr ja wieder. Meine jungen Abenteurer. Wie ich sehe, habt ihr die benötigte Komponente. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob Medikam sein Leben zurückgewinnen kann. Oder ob er das Fett gebraten, oder ob er als Fett Festtagsbraten endet. Genau. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Huhn explodiert oder er wird zurückverwandelt. Ich persönlich hoffe, er explodiert. Oh, schade. Das war's dann wohl. Ich habe Arme und Hände und Füße. Oh, danke, Meister, danke, danke, danke. Ist schon gut, Junge. Sei es jetzt mal einen Moment ruhig. Mist. Er hat die Armschützer nicht mehr an, wie ich es befürchtet habe. Ich habe gehofft, sie sicher wegschließen zu können. Aber nun ist sicher, dass sie in den Händen irgendeines anderen unglücklichen Dummkopfes gefallen sind. Sag mal, Millikan, fühlst du dich eigentlich wieder wie du selbst? Ich denke schon. Gut, aber du hattest großes Glück, dass du nicht deine Flügel statt eines Arms zurückbehalten hast. Hühneraugen hast du ja sowieso schon immer gehabt. Das zählt also nicht. Ich schlage dir vor, du bleibst hier, damit ich dich weiter im Auge habe. Wenn du unbedingt darauf bestehst, mit den Kräften der Magie zu sp spielen zu müssen, kann ich so wenigstens dafür sorgen, dass du die auch verstehen lernst.
Vielleicht bist du ja jetzt auch ein wenig vorsichtig geworden, nachdem du gemerkt hast, was alles schiefgehen kann. Ja, Meister Talantür.